So. Grüß euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Astro Chef. Mit mir, dem Zukunftsfuchsel. Warum Zukunftsfuchsel? Dafür bitte in die letzte Folge reinschauen. Die kurze Erklärung, ich musste die letzte und diese Folge nochmal machen, weil die in den fertigen Folgen nach dem Rendern der Ton plötzlich weg war und ich mit Ausnahme der und diese und der letzten Folge Quelldatei nicht mehr hatten. So, kurz zusammengefasst. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein neues Event freigeschalten, beziehungsweise halt in ein neues Kapitel sind wir jetzt reingerutscht, in Kapitel 2. Und die heißt Strandparty. So, die große Wiedereröffnung hat ihren Stammgästen gezeigt, dass dieses Restaurant noch besser ist, als sie es in Erinnerung hatten. Und das spricht sich schnell herum. Um dieser Dynamik zu profitieren, plant Gastron, das ist er hier oben, wo es während der Arbeit schläft, eine Strandparty. Solch ein seltener Anblick. Für die meisten Bewohner dieser Galaxie wird zweifellos eine Menge Aufmerksamkeit erregen. Besser noch, es scheint, dass Gastron es geschafft hat, eine neue Kochwerkzeuge aufzuspüren, die sie für ihre Gerichte verwenden können, die nicht von dieser Welt sind. Verbessern sie ihre Fähigkeiten mit ihrem erweiterten Arsenal. So. Und die guten Sachen, die habe ich jetzt in der letzten Folge schon vorgeschrieben. Good news, Chef! The floral fryer has been fixed. Ach, Muson, and I managed to secure a Muson turtle. With these, we have more ways to process our ingredients. Head on over to the cooking station to try them out. Umbraten. The floral fryer. With its burning liquid, we can now fry our ingredients. Give it a try in one of your dishes. This is a rare find. A tamed Muson turtle. Its sub-zero breath can easily freeze an ingredient. Give it a try in one of your dishes. Mhm. Na gut, dann tun wir ihn doch mal füttern. Nehmen wir den hier. So. Hoffentlich beißt er nicht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ah! Okay, für diejenigen, die in der letzten Folge dabei waren, wo ich es entdeckt habe, ist es wahrscheinlich nicht mehr so lustig. Schäftlichen Gründen steht da oben. So, ich habe es im Grunde genommen in der letzten Folge erklärt, wie die ganzen Sachen hier funktionieren. Das ist im Grunde genommen, der hier tut Sachen gefrieren, sofern ich ihnen halt die richtigen Sachen halt eben zu fressen gebe. Und mit denen hier kann ich frittieren. Ich weiß gar nicht, warum man das Blumenbraten nennt. Flower Fryer, da hat das genannt. Also theoretisch heißt es Blumenfritteuse. Keine Ahnung. So, Beginn der Schicht. Wir haben einmal Paul, einmal Yoda und zweimal so ein Steingolem. Na denn. Zutaten weiß ich ja im Grunde genommen, was sie brauchen. Ich brauche eigentlich nur diese und den nächsten Tag machen. Dann werden wir im Grunde genommen wieder auf den richtigen Stand und ab der nächsten Folge muss die Vergangenheit wieder Fuchsel übernehmen. As we take care of our customers, it's good to remember that this place has quite the history. Your uncle's stories were as unique as the dishes he created. What's your story going to be, I wonder? So, nicht nur, dass ich einen Teller holen wollte, ich wollte einfach kurz mal auf sie zeigen. Oder ihn. Ich bin mir noch nicht sicher, was er für ein Geschlecht ist. Ich meine, so vom Körperbau her sieht er ziemlich weiblich aus. Vorsichtig ausgedrückt. Ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen, der anderer Meinung ist. Auf keinen Fall. Oder der halt sagt, dass er irgendwie mit falschem Geschlecht auf die Welt gekommen ist, etc. Da will ich keine Diskussion anfangen. Ihr habt recht. Einigen wir uns darauf einfach. Ihr habt recht, egal was ihr sagt. So. Ob nun Transgender-Person oder homosexuell oder was weiß ich. Ich bin schon ruhig, Entschuldigung. So, wir haben Rot. Rot will ich nochmal hier machen. So. Rot machen wir weg, Rot machen wir drauf. So, dann hätte ich gern. Ah, the customers. They come from every corner of the galaxy. Blau. Each with their own unique tastes. It's a delightful challenge to cater to their culinary desires. Hört den da oben zu, der hat was Wichtigeres zu sagen als ich hier. Oh. Du warst gelb. Gelb war Stufe 2. Stufe 1. So. Lecker. Guck mal. Oh, andere Seite. Da könnte jemand dieses Feuerwerk-Ding drauf machen. Zack. Sieht aber hübsch aus. Kenne ich sogar die Teile.
Ich muss gar nicht, dass die Feuerwerk heißen. Ich kenne die halt auch in Blau und so. Gut, verschiedene Farben. Und so, machen wir nochmal zwei von denen drauf und zum guter Letzt noch einen Wurfstern. Kann schnell ins Auge gehen. Verdammt, sie hat ein Schild hochgefahren. Meine Wurfstände sind sinnlos. Ja, okay, ich tue es drauf. Das soll aber nicht alles auf einmal essen. Und nicht mit der Hand nehmen. Gut, zwecks der Fairness, wir haben auch kein Besteck hier. Also, was ich anbieten kann, ist hier so ein Wurfpfeil hier. So, als nächstes kam dann so ein Steingolem-Typ. Die kommt nicht nochmal. Oder der. Ich sag einfach immer die. Ich weiß nicht, bei ihnen sieht man deutlich, er ist. Ich bin schon ruhig. So, C. C, ich bin schon ruhig. Ich sag nichts mehr. So, aber jetzt muss ich doch was sagen wieder, weil sonst wird's ja langweilig. So, was hättest du denn gern alles? Mein Kleiner. Hm? Okay, zweimal frittiert, einmal gekloppt, einmal geschnitten. So, das Gute ist, dass dass drei seiner Zutaten allesamt auf blau sind. Tun wir doch mal zwei blaue machen. Und zwar nehmen wir uns Avocado und Nuss. Gestern habe ich es in der Folge gezeigt, man kann die hier so einhängen. Hier den Timer hier abwarten. Und dann ist das Ding fertig. Man kann auch einfach das Ding halten in der Zeit. Hauptsache es ist jetzt schon drin. Da läuft aber halt hier der Timer nicht mehr. Nur so als kleine Hinweis drauf. So, da müssen wir schneiden. Weg mit den Stängeln, braucht man nicht mehr. So, dann müssen wir den hier noch kloppen. Wobei, warte mal, den hebe ich mir auf. Den hebe ich mir auf, da kommt ja nochmal einer von denen. Der war rot. Bams, bams. Die Verhandlung ist hiermit geschlossen. So. Zack. Ah, weißt du was, jetzt tun wir noch einen Stern drauf und nochmal den hier. Jetzt tun wir mal den anderen da drauf, und zwar den hier. Eine schöne kleine Rakete. Guten Hunger. Nächstes Mal tun wir noch einen Kalkstein mit drauf. Ist ja irgendwie cool, wenn man den so ein, keine Ahnung, was haben wir denn? Ich meine nicht nur das hier, was irgendwie ein Stein ist. So. Dann kommt der Kleine. Na, Hallöchen. Kann er gleich den Teller holen, eigentlich. Blamey Stoat! Blamey Stoat! Das tut mir aber leid. Ist traurig zu hören, dass Blame tot ist. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Gelb, rot, blau. Du warst auch rot. Und das Ding war auch rot. Da tun wir uns ein bisschen leichter, wenn wir nur mit der einer einzigen Farbe arbeiten. Er machte keinen Unterschied, aber jetzt hat hier, rot, blau oder sonstig irgendwie eine Farbe kriegt. Hauptsache die Zutaten sind unterschiedlich. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob es überhaupt einen Unterschied ausmacht. So, ich kann ich schon mal sagen, Folge 15. Und ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich Ihnen jetzt nicht einfach zweimal dasselbe hier zu essen geben könnte. Das weiß ich nicht. Das ist schwer festzustellen. Ob es irgendwie so einen Zutatenvielfalt gibt oder sowas. Oder ob es ihm wirklich nur um die Zubereitung halt eben mangelt. So. Den machen wir mal auf. Dann tun wir den hier rein. Rot war 2513. 2513. So einmal. Und hui. Okay. Der war drin gewesen. Alle haben es gesehen. Er hat es auch gesehen. So. Aus zu 2513. So, fertig. So, mein Kleiner, guck mal hier.
Kann ich ja eigentlich von... Richtig cool, ey, wie ich sie so drauf werf, so. Naja. Hätte ich auch weiter hinten werfen? Hä? Ja, okay, das war nichts. Aber noch gebe ich es nicht auf. Hä? War nichts. Hä? Ja, der ist drauf. Aber das geht noch besser. Wie er so hinterher schaut. Was war das? Hier oben spielt die Musik. Oh. Hey, hier spielt die Musik. So, warte mal, vielleicht geht's leichter. Werfen in Spielen, in VR-Spielen, habe ich schon mal erwähnt. Aber in Lupfen geht es vielleicht gehen. Ups. Oh, das geht richtig gut. Okay, da war nichts, aber er war ziemlich gut. Ups. Okay, der war zu schwach. Der andere liegt noch hier. Ups. Ups. Verdammt. Okay, einen Versuch mache ich noch. Einen Versuch mache ich noch. Und dann hat... Weil, guck mal, wie hungrig der schon aussieht. Nicht so hoch. Ein... Oh Mann. Na gut, so nah und doch so fern. Bitteschön. Oh. Kriegst du noch so einen Wackeldackel? Paul. Das Alien auf der Flucht. Oh, der ist ja schön. Hurra! Ich freue mich so. Auf Wiedersehen. So, wir brauchen jetzt nochmal den. Hier, das wir brauchen mal. Dat. Und dat. Was darf es sein, Fremder? Kommt sofort. Das ist übrigens nicht deiner. Den hat der Vorgänger dir. Der Vorgänger vergessen. Keine Sorge, es kommt wieder einer, der dich mitnimmt. Naja, gut, okay. Stell dich da in die Ecke und zieh mich nicht an. Oh. Naja, gut, egal. Und dann kamen die anderen her und haben ihn getreten. So lahmes. Kick, kick, kick. Entschuldigung, ich will hier nicht Mobbing unterstützen. So, 1, 2, 3, 4, 5 Sachen haben wir insgesamt. Wir müssen eine Sache kochen und eine Sache pürieren, quetschen. Nein, quetschen müssen wir alles. So. Weg den Käse. Den Käse drauf. Bei dem weiß ich ja, es ist alles gelb-blau. Also der hier und das Blümchen ist auch noch blau. Das weiß ich ja alles. Ich bin nur nicht dumm. Ein bisschen schon, aber nicht immer. So, das ist der letzte. Der muss aber noch frittiert werden. Nee, das mache ich jetzt nicht. Der will ja einen Ofen haben. Beiwurf! Bleibt! Okay. Oh, stimmt, der Code war 2345. Ich muss mich immer noch ein bisschen dümmer anstellen. There's no I in Team. Rot. But there's definitely an I in Intergalactic Cooking. Intergalactic Cooking. Da sind sogar zwei I's drin. Inter. Es sind sogar drei I's drin. Intergalactic Cooking. So. Es gibt kein I wie ich in dem Wort hier in Amerika. Doch, das. So. Zwei Blätterchen. Und einen von denen hier. Komm, einmal probier's jetzt noch.
Einmal probier es noch. Hups. Ah, der wäre richtig schön gewesen mit Abpraller. Oh. Zack. So, 110. Yam yam, das schmeckt ihm. Gut, insgesamt haben wir 425 Punkte erreicht. Wenn wir natürlich in der morgigen Folge natürlich die Punkte nicht haben, ist schon klar. Aber wie gesagt, ich versuche die Folge hier einfach nochmal ein bisschen nachzuholen. Das war auch nämlich noch Tag 2. Und dann sind wir wieder auf dem richtigen Stand. So, da haben wir zwei Golems und zwei Yodas. So, dann machen wir erstmal den Golem. Ich hoffe, das ist halt in Ordnung, dass ich das jetzt so nochmal nachgemacht habe. Ich meine, es ist immerhin besser. Ist immerhin besser, als wenn ich euch jetzt eine Folge bringe, wo halt im Grunde genommen kein Ton ist. Oder alternativ gar keine Folge. Muss man sich entscheiden. Sollte wenigstens noch zwei Folgen Spielspaß. So, zweimal geschnitten und zweimal frittiert. Klack, klack, klack. So, du wirst frittiert. Die andere Hälfte kann man mal aufheben, weil es kommt ja noch ein zweiter Golem. Nein, ich hätte gern das Blümchen geschnitten. Der wird auch frittiert. Du wirst püriert. Draufgeworfen. Okay. Du wirst püriert und draufgeworfen. Püriert und draufgeworfen. Püriert und draufgeworfen. So, zack. Und zack. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist eigentlich noch das blaue Fett dritten. Ach ja, stimmt, das ist ein neuer Tag. Schön gleichmäßig. Hopp, hopp, hopp. Sehr schön. So, jetzt passt mal gut auf. Jetzt kriegst du dich in einen schönen Abstand. Okay, der eine, den einen habe ich vergeigt. Bitteschön. Nam, 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 nam. Nom nom. Nom nom. So, den pilze ich mal hier hoch. Brauche ich gerade nicht. Ich brauche den Fisch. Ich brauche diese Nahrungsration. Keine Ahnung, ich würde es immer als Nahrungsration bezeichnen, weil es jetzt ein bisschen so aussieht. Wenn man sich so die ganzen Sci-Fi-Filme so ansieht. Hier, nimm deine Nahrungsmittelration. Das Carry Pack. Für den Fall, dass es eng rausgeht. Und die schreiende Nuss halt noch. So. Oh, wir brauchen noch den Teller. So, oh, der will nur zwei Sachen haben. Okay. Was kann man schneiden? Irgendwas, was nicht so viel Sachen macht. Rot. Den legen wir auf die Seite, den tun wir drauf. Jetzt müssen wir irgendwas klein kloppen. Haben wir irgendwas Gelbes? Der Fisch war gelb. Schön da oben drauf bleiben. So. Jetzt pass mal auf da. Ja, das war ein Skillwurf. Gut, dass ich das aufgenommen habe. Hab wahrscheinlich nicht erkannt. Nee, gibt kein Spielzeug heute. Aha. Ich freue mich trotzdem. Kleine Pimpf, die letzten Mal hast du da liegen lassen. So, jetzt kommt wieder so ein großer. Moment. Dann kommen die zwei hier hinauf. Der kommt hier runter. Dann brauche ich den. Gut, Schöckert Gula.
Einmal den hier und zack, zack. So. Und zack. Oh, der braucht nur zwei Sachen. Zwei Sachen werden frittiert. Gut, dass das blaue Öl noch drin ist. Max ist gut frittiert. Einmal mit Fett, einmal mit fettreich. Ach, Mist. Da war was. Ah, Mist. Da war was. Da war was. Haben wir irgendwas Gelbes? Das hier war auch gelb. Und das hier gleich drauf. Haben wir irgendwas Rotes? Hier. Zack. So. Boah, ey. Also das riecht wirklich gut, ey. Das, was wir, das, das würde ich gerade selber essen, wenn ich schlechte Geschmacksnerven hätte und blind wäre und gerade frisch aus dem Mülleimer was rausgeholt hätte. Nee, so schlimm koche ich jetzt auch nicht. Ein bisschen vielleicht. So, wir brauchen den Fisch nochmal. So. Und den habe ich schon. Und die Nuss hier. So. Was willst du haben? Ich hätte gerne das Happy Menü. Kriegst du? Das Happy Menü ist ganz klein. Hm? Das ist so klein wie du. Du kommst nur gerade bis hierher ungefähr. Das leckere Happy Menü. So, was hätte er gern? Gelb? Gelb? Geschnitten soll. In den Ofen. Da drauf. Und dann hätte ich gern. Ich hier als blauen. Käseähnlichen Pilzgeflecht. Käseähnliches Pilzgeflecht. Ich muss übrigens dazu sagen, dass ich hier den. In dieser Folge eigentlich sogar was gefroren habe, um es mal auszutesten. Das werden wir jetzt eigentlich auch nochmal machen. Darf nur nicht zu weit. Ja, okay. Jetzt wollen wir das hier einfach mal gefrieren lassen. Schneepatty. So, jetzt haben wir das auch mal gemacht. Dann müssen wir jetzt nur noch backen und schneiden. Erst schneiden, dann backen. So, die schmeißen weg. Die schmeißen weg. Dich lassen wir hier. So. Immer lieber. I've been around this cosmic kitchen for quite a while. I have a feeling you're here to make a real cosmic mark. Dieser schreiende Boni wird übrigens nicht hier geschnitten, die wird so. So. In space, no one can hear you scream. Diesen Spruch hat er übrigens aus Alien, dem Alien-Werbespot geklaut damals, als der Film rauskam. Im Weltall hört dich niemand schreien. Mensch, war das ein cooler Film. Ich muss ja auch wieder mal reingucken. Na? Alien. Welcher war denn mein Lieblingsteil eigentlich, Alien? Alien, die Rückkehr war in meinen Augen, würde ich jetzt sagen. Das war ja der mit den Colonial Marines. Der war richtig cool, finde ich. Schade, dass das Spiel so schlecht war. Das Jahre später rauskam. Das ist schade, aber gut. Wobei ich das Spiel jetzt eigentlich gar nicht so schlimm fand, muss ich sagen. Klar, die KI war kacke, die Grafik wurde mehr versprochen, als sie eingehalten hat. Aber es war trotzdem schön, irgendwie mal mit einer Pulse Rifle die Aliens niederzuknallen. Oder halt damals auch Alien vs. Predator, was da das Spiel rauskam. War übrigens mein erstes Spiel, was ich auf Steam hatte. Ziemlich brutal und blutig. Weißt du, wenn du da. Ach ja, Moment. Hier, bitteschön.
Aber nicht verschlucken, ja? Muss man halt immer sagen, bei Kindern unter 3. Nicht, dass sie es aus Versehen verschlucken. Mhm. Wow! Woohoo! Der hat da der Sammlung noch gefehlt. Nicht, dass die Leute es verschlucken, ey. Und vor allem, das passt doch in keinen einzigen Hals rein, oder? Kann ich es eigentlich? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich brauche was zu trinken. Jetzt geht's mir gut. Oh, noch ein bisschen selbstverletzen. Oh, das tut den Augen gut. So. Genug gespaßt jetzt. So, dann habe ich jetzt im Grunde genommen alles erledigt, was ich erledigen wollte. Außer... Deckung! Die sieht aber auch richtig cool aus, eigentlich, die... Dieser Granatapfel. Ah ja, kann ich nicht scannen, weil der Tag schon vorbei ist. Na gut. Okay, also zurück zum Thema. Da müsste jetzt eigentlich das alles erledigt haben, was ich jetzt nachholen wollte. Zeit haben wir... Ja gut, wir haben jetzt ein bisschen genauso lang wie gestern. Wie gesagt, dadurch, dass ich mich halt besser auskenne, brauche ich halt nicht so lang. Ich kenne ja inzwischen schon ein paar Farben. Gut. Ansonsten, ja, wie gesagt, habe ich alles erreicht, was ich in den beiden Folgen erreichen wollte. Dann geht es in der nächsten Folge wie mit dem Vergangenheitsfuchsel weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich mit dieser ganzen Sache hier trotzdem über ein Like und ein Kommentar freuen unten. Über mit dem hier, nicht, dass man das hier falsch versteht. Kommentar unten und vielleicht sogar ein Abo, das wäre ganz nett. So, und ich hoffe jetzt mal, dass es nicht nochmal passiert. Also, dass sich der zukünftige Fuchsel nochmal bei euch melden muss. Aber sollten wir uns doch nochmal sehen, freue ich mich schon drauf. Und falls nicht, freut sich der Vergangenheitsfuchsel, wenn ihr wieder da seid. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss!